Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist. Das ist so etwas wie eine Zusammenfassung dieser apostolischen Stimme, die wir im 1. Timotheusbrief hören. Wenn der Apostel Paulus unablässig zu einer Eingliederung mahnt, zu dem, dass alles, was in der Kirche geschieht und im Namen der Kirche geschieht, nicht auseinanderfallen darf, sondern eingegliedert sein muss in allem Tun, in allem Denken, in diesen großen, lebendigen Organismus, der die Kirche ist, der lebendige Leib Christi. Wir sehen das am Beispiel der großen Heiligen, kaum ein Jahrhundert auseinander. Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin, aber davon merkt sie zu Lebzeiten zunächst nichts. Als sie die Visionen ihrer Sekretärin, ihrer Mitschwester diktiert, schweigt sie zunächst darüber. Erst als Papst Eugen III. Hier in Trier eine Synode leitet, liest er einen Text von ihr öffentlich vor, der ihm zugespielt wurde vom Erzbischof von Mainz. Und dann erlaubt er ihr, zu sprechen, öffentlich. Sie hat vorher Rat geholt bei dem Größten ihrer Zeit, bei Bernhard von Clairvaux, der sie ermutigt. Aber es gibt immer ein Wachsen. Es gibt immer auch eine Zeit des Schweigens und auch des Leidens. Selbst wenn man nicht von einer eigenen Größe überzeugt ist, sondern überzeugt ist, dass Gott wirkt, Gott spricht. Es ist ein Zurückstehen, um der ganzen Kirche zu dienen. Nicht in Worten, sondern in einem physischen Ausdruck zeigt sich das bei Franziskus, wenn wir am gleichen Tag wie die Kirchenlehrerin Hildegard den Tag seiner Wundmale, seiner Stigmata begehen. Hier wird nicht mehr gesprochen, sondern in der Natur, im Körper des Menschen ausgeprägt, was es bedeutet, Christ, nämlich Christus zu sein. Er, der mit seiner ganzen Natur und Existenz sich eingliedern lässt in diesen leidenden Leib Christi, der auch zu seiner Zeit besonders ein Passionsleib Christi war, mit vielen Wunden geschlagen, ähnlich wie heute. Und dieses Leiden prägt sich ganz aus in einer Christusgestalt, nicht nur christusähnlichen Gestalt, sondern in einer Christusgestalt, die wir in Franziskus sehen können. Der Erste, von dem wir wissen, dass er diese Stigmata empfängt, dass er sogar in den Wundmalen Christus gleich wird. In allen Spuren, in allem Tun hat er das versucht, ob verstanden, auch von den Ängsten, von seinen Brüdern oder nicht. Ob wir uns wagen, einen solchen Weg zu gehen, uns auch mit dem, was uns ausmacht, auch mit unseren Fehlern, mit dem, was uns misslingt, aber auch mit dem, was wir an Gnade empfangen haben, dass wir diese Gnade eben nicht vernachlässigen, sondern sie bringen, damit sie eingefügt werde in den Leib der Kirche, zu ihrem Wohl und zu ihrem Wachsen.